The Psychonauts underestimated Maligula's power. Fire! Leave it to me. Wow. Jeez, get over yourself, Dad. What the heck? Right. Let's split up and compare notes in a bit. So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Psychonauts 2. Wir haben herausgefunden, dass Bob Zanato, Truman Zanato, Lilys Dad, aus irgendeinem Grund davon wusste, dass Maligula in Wirklichkeit Lucy ist und hierher zurückgekommen ist, zum Treffpunkt der Psychic Seven, um aus irgendeinem Grund dabei helfen zu können. Also ich weiß jetzt nicht, was er hier genau machen will, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, er hängt tatsächlich mit der ganzen Maligula-Situation mehr zusammen als ursprünglich erwartet. Und ja, das sieht sehr seltsam aus. That's pretty normal. In his mind, have you ever seen my father? He never thought about his clothes. Okay, alles mal angucken. I guess he's really proud of his diplomas. Then why doesn't he hang them up in his office? He's secretly proud? Ja, das hört sich echt bescheuert an. Was haben wir im Übrigen mit dieser einen Maus da? Komm schon, wo? Ah, da haben wir es. Sehr schön. Haben wir dich. Ja, also das sieht bis jetzt hier wirklich recht seltsam aus. Einfach aufgrund der Tatsache, weil es nicht so übertrieben seltsam ist wie wie die anderen Verstände. I don't really think of your dad as a vain man. He's not. I'm telling you, something's not right in this stupid place. Was ist das hier? Well, at least you know he thought about his family. Yeah, but what's with all the lines showing how we're all related? Maybe he was getting more forgetful? Weird. Meine Güte. Was ist mit dem Spiegel hier? It's almost like he comes here to practice being himself. Rasputin, I gotta tell you, I don't like it. Da bist du nicht die Einzige. The statue. Careful, Raz. That's still my dad. Lily, take it from me. All dads are weird. I just don't know what's wrong with him. This... Yeah. Lily, take it from me. I think there's something under here. Yeah, more plaster. Moment. Moment, was? Whoa, Lily. Your dad was a really big fan of Nick from the mailroom. Well, most people are. Except my dad. My dad once told me he thought Nick John Smith was an obsequious little lick spittle. Lick spittle? That's how my dad talked. My real dad. Raz, this isn't my dad's mind. Lily! What? Hey, you kids! Get off that carpet! VIPs only! If it's not your dad's mind, whose mind is it? His! Nick's brain is missing, but, I mean, Nick? Make way, common folk. Make room for Zazarevich Crystal Malik, future Tsar of Grolovia! What? Nick is the Zazarevich? I can't believe it. What's a Zazarevich? The missing heir to the throne of Grolovia.
He lived in exile with his family after Maligula destroyed the capital. Why is his brain in your dad's body? And where is my father's real brain? Come on, let's make him talk. Come on, he's getting away! Coming through! You can't just cut in line. Okay, Moment, erstmal. So business! Alles. Back in the line, Bozos! Einsammeln? Ach du meine Güte. Das ist jetzt ein Plot-Twist, den ich nicht hab kommen sehen. Ist da hinten noch irgendwas? Wow, wow, wow. Yep. Nein! Och. Einfach in die falsche Richtung dich hochheben. Verdammt. Okay, mal sehen. Kids today. Pardon us. Get behind me, punk. Excuse me. Well, I never. Hi. Can we get on the ride, please? Did you two cut in line? Where Nein. Is he? Oh, does that stand for vertically impaired preteens? It's for your own safety. Come back when you're older. Was können wir denn jetzt hier machen? How about now? When I said come back when you're older, I meant more than a minute older. I hope this isn't your Smells like the ride's overheating again. Okay, we're older. Check us now. Oh man, how long have I had this job? Get out of here. Sorry, Grolovians only. What? You can't! It's okay, Raz. Go! But Lily! Don't worry. I have a plan. Uh-oh. Now... Hey! Follow that czar! Okay. Gerne doch, meine Liebe. Ruhm für Grolovia. Preiset den Zaren. Theodor ist klasse. Heirate mich, Geistholl. Sei gesegnet. Never had a nation been more prosperous, its people more content. Okay. Never was a royal family more beloved than the Maleks, Tsar Theodore, Tsarina Rokel, and the young Lazarevich Crystal. Okay, darf ich jetzt bitte hier raus? The nation looked forward to the happy day when Crystal Malik would legally and rightfully inherit his father's throne. But alas, that was not meant to be. The Tsar's Minister of War and Protector of the People, General Maligula, had aroused the jealousy of the warmongering Ford Kruller. What? What the? He led his mob of psychonauts to gang up on Maligula, drowning the brave warrior. Just when I thought I'd heard every version of this story. And drowning much of Grolovia in the process. Why didn't the Tsar help Maligula in her time of need? No one knows, but historians agree it is Tsar Theodore's biggest failure. In the end, Grolovia, the Maleks, and Maligula were betrayed by the weakness of the Tsar and the bloodlust of the Psychonauts. That is some messed up junk. Ja, du sagst es, Raz.
Hallo? Ist das jetzt hier ein Autoscroller und ich muss mir das einfach anschauen? Hey, Raz! I'm watching you on the control panel here. Why'd you stop? This door won't open. What happened to the ride operator? He had an accident. Lily. Oh, Gott. Looks like there's an electrical problem up above the ride. Okay, I'll drain the water so you can get up there. If you can fix it, I should be able to get the ride going again from here. Check! Okay, sehr schön. Och, ich habe so sehr vermisst, ein bisschen mit Lily zu interagieren. Bisher haben wir ja tatsächlich nur am Anfang ein bisschen was von ihr gehabt und dann diese eine Nebenquest mit dem Pilz. Aber das war's auch leider. Oh, es ist schön, mal wieder mit Lily interagieren zu können. Ich liebe die Interaktion zwischen den Charakteren so sehr. Meine Güte. Also das ist tatsächlich ein Plot-Twist, den ich nicht hab kommen sehen. So, da ist nach wie vor Wasser, also da können wir nicht rein. Sammeln wir aber noch. Jetzt haben wir mehr geistige Energie. Yep. Meine Güte, also der gute Zar. Ich nenne ihn jetzt tatsächlich einfach weiterhin Nick John Smith, weil ich mir den langen Namen nicht habe merken können. Aber er ist wirklich ein bisschen, wie sagt man im Deutschen? Desillusioniert? Größenwahnsinnig? Realitätsfern? Irgendwas in diese Richtung würde ich auf jeden Fall sagen. Aber das erklärt natürlich, warum Nick keinen Verstand mehr hatte. Ja, sogar diese Ratte hier freut sich. Oh Gott. Oh Gott. Ich würde kotzen, wenn ich mir das hier alles im echten Leben hätte ansehen müssen. Oh Gott. Komme ich irgendwie da hoch? Wahrscheinlich über diese Wolken hier? Nein, das sind tatsächlich Trampoline. Okay. So, das hier. Here's the headbutt. Wieder mit. Aber das ist wirklich absolut bescheuert gerade. Also dieser Plot-Twist ist cool. Ich hätte es wirklich nicht erwartet. Das hätte ich absolut nicht erwartet. Aber diese Musik macht mich wahnsinnig. Ah, hör auf! Hör auf mit diesem Happy Family-Gesinge, meine Güte. Kann ich euch in Brand setzen? Bitte. Oh Mann. This is not how I heard this story. Then again, I'm not sure who to trust anymore. Hey, Fork, think you can help me up into those rafters? It's nur eine Figur. Mal, was haben wir hier noch? Okay. Ruhm für Golovia. Okay, schauen wir doch mal. Zahnfamilie. Oh Gott. Alles ist gut.
Gott, die ganze Zeit Kaviar dabei, meine Güte. Es kommen böse Leute und er setzt Maligula dafür ein, die bösen Leute von sich wegzuhalten. Nur damit er weiter seinen Kaviar fressen kann. Okay, Moment, die Zeitblase brauchen wir wieder. Das ist tatsächlich was, was ich nicht so wirklich mag. Oh, verdammt. So, die Seite hier. So, du kriegst das direkt. Kannst dich freuen. Also er denkt wahrscheinlich sehr stark von sich, der gute Nick. Wenn er sich für so toll hält, aber ja gut, wenn man als junger Zar hochgezogen wird, dann kann ich mir das natürlich auch vorstellen, dass er als das Beste, was der Welt je passiert ist, großgezogen wird. Was war denn eigentlich jetzt wirklich die Situation in Grulovia damals? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Zack. So. Da hinten ist noch einiges. Von wo kam ich denn? Oh, das ist ein bisschen unübersichtlich. Da ging es wieder runter. Da will ich nicht runter. Aber wenn man so desillusioniert ist, zu glauben, dass das komplette Volk einfach nur fröhlich ist und alle einen mögen. Oh Gott. Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Ich will die wahre Geschichte nachher mal hören. Weil das hier kann ja wohl nicht stimmen. Moment, brechen die runter? Ah, hab grad gedacht. Oh, hör bitte auf mit diesem elenden Herumgesinge. Das ist so ein elendes Gedudel. Ich kann's nicht ertragen. Ah! Catch me, Angels! Oh, komm schon. Perspektive. Mein alter Erzfeind. So. Der böse Fort Crawler. Oh. Das war falsch. So. Zack. Zack. Und hier ist es Doppelsprung, ne? Hab ich da gerade noch irgendwo ein Körnchen Weisheit gesehen? Nee. Zack. Zack. Sehr schön. Oh! Bitte vorsichtig bleiben, mein lieber Russ. Hört doch jetzt bitte mal auf mit diesem Gedudel. Das ist ja furchtbar. Er ist wirklich sein ganzes Leben auch in einer Blase aufgewachsen. Okay, did that fix the problem? Looks good, Raz. Get back on the ride and I'll start it up again. Yep. Also gut. Okay. Ja, das war zu erwarten. Ha, Kosaken-Zensoren, okay. Comrade-Zensor. Okay, found the right one. How do you know for sure? Oh, na gut. Okay, Moment. Ah!
Lass mich doch erstmal das Richtige ausrüsten. Wir brauchen den Psy-Schlag. So, erstmal ein bisschen heilen. Ah, ich bin doch gerollt. Wow. Okay, jetzt hört mal auf, ihr Blödmänner. So, der ist weg. Blödmann. Okay, sorry. This button for sure. Stop pressing buttons. I sentence you to death. Versuchen kannst es, du Blödmann. Och nö. Eieiei. No effect. They're protected by that enabler. Wo ist denn der? Ah, da hinten. Oh, lass mich in Ruhe. Oh, lass mich doch jetzt mal ein bisschen in Ruhe arbeiten. Oh. Zack. Oh. Hört auf. Ich bin gerollt, meine Güte. Wird wieder auferstehen. Recht Maligula. Wo sind der Zar und sein geliebter Sohn? Tod den Psychonauten! Okay. Erinnert euch an Golovia? Maligula was mourned. If only the Tsar had supported her more, not turned his back on her in her time of need. Maybe then his family would not have been forced into exile. Okay. Forced to wander the earth with no country, across the frozen Arctic. Okay. They lived in the ocean. On his deathbed, Tsar Theodore gave young Bristol, who had suffered so much, a small ray of hope. Gristol, Meister. That Maligula, protector of Grulovia, was still alive. And she's my fake grandma. No one heard from her. Surely Ford Cromer and his psycho spark must have her captive. Crystal Malik bravely decided then and there to find her, to
to undo his father's mistake and to restore Maligula, the Maleks, and all of Brulovia to power. Hey! Are you stuck again? Is something malfunctioning on your end? Sorry, closed for maintenance. For the glory of Grulovia, or whatever. What's the holdup? Hang on, I gotta talk to a guy about a door. Excuse me, but this door over here... Sorry, busy. Busy with what? Propagandaneering. I'm creating a future chapter in this glorious, semi-interactive, location-based epic. This treasure room tells the story of how, once the Zazarevich finds Maligula and restores Grulovia to its former glory, the people will all share in unimaginable riches. But it's missing something. Not sure what. Like something to go in that big egg cup in the middle? Yeah, something there. Like maybe an egg? That's it! See, sometimes you just need a fresh set of eyes. Hey, you get me a big, beautiful, luxurious egg, and I'll use my pass to open that door for you. Deal! Hey, where do they keep the big eggs around here? Crystal told me the best eggs he ever found were out in the ocean, whatever that means. Okay, aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann mal wieder einen kurzen Cut. Das war's für heute mit Psychonauts 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir diese elende Hölle hier weiter besteigen. Oh mein Gott, dieses Gedudel macht mich fertig. Tschüss!